Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder ein Unboxing für dich und zwar das von der Pinkbox. Und wenn es dich interessiert, dann bleib sehr gern dran. Kommen wir zum Design. Das Design ist wieder einfach schlicht pink, wie oft bei der Pinkbox. Es gibt auch mal Special Boxen. Dieses ist keine. Ich habe keinen Spoiler gesehen, kein Motto, nichts. Sie ist auch noch zu, komplett. Und jetzt schauen wir da mal gemeinsam rein. Was ich vergessen habe zu sagen zur Pinkbox. Die Pinkbox ist eigentlich eine ganz schöne Box. Ich mag sie eigentlich gerne, weil es einfach Produkte drin sind, die nachkaufbar sind. Also da sind Produkte von der Drogerie auch drin, wo man wirklich jetzt zwar nicht die großen High-End-Produkte drin hat, aber hat auch wirklich Produkte, die, wenn sie gut funktionieren, nachkaufbar sind. Ich meine, sie kostet 14,95 € im flexiblen Abo. Ja, jetzt schauen wir aber rein. Das Thema Relax, Refresh, Repeat. Man kann den QR-Code scannen und es gibt noch einen Rabattcode für den Adventskalender. Weiß ich noch nicht, ob der einziehen wird. Ja, ich scanne es jetzt mal nicht. Und wir schauen da jetzt mal so rein. Als erstes sehe ich schon ein Produkt von einer sehr bekannten Marke. Und zwar Mermaid & Me. Eine Influencer-Marke, wie man immer so schön sagt. Aber das Design kenne ich gar nicht. Also ich kenne die Marke Mermaid & Me, aber ich kenne nur diese blauen Tiegel, ich kenne diesen weißen gar nicht. Eine Sandal Wood Soul Hair Mask Moisturize and Care. Eine Haarmaske, pflegt die Haare intensiv. Also wie gesagt, ich bin sehr gespannt drauf, wollte ich schon gerne mal ausprobieren. Habe ein Shampoo da, das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Das kommt bald dran und wenn ihr sehen wollt, wie die Produkte funktioniert haben und was meine Meinung dazu ist, schaut gerne in den Aufgebraucht-Videos vorbei. Ich versuche sie zeitnah aufzubrauchen, aber ich kann halt auch nicht 5 verschiedene Sachen anfangen, weil es einfach blöd wäre. Gut, bei Duschgel oder so geht es oder bei Haarmasken, aber manche Sachen werden ja auch schlecht, wenn man sie zu lange offen hat. Und die klingt eigentlich ganz interessant, da freue ich mich wirklich drüber. Also die ist auch komplett nicht an Tieren getestet, finde ich immer sehr wichtig. 100% vegan. Spannendes erstes Produkt, gefällt mir gut. Aber hat, glaube ich, auch einen Wert von, glaube ich, 20 € haben die oder 25 € sogar. Ich muss jetzt nachher mal schauen, ob jeder diese drin hat. Das schaue ich am Ende auf jeden Fall. Oder ob man auch Abweichprodukte drin haben kann. Das nächste Produkt ist wieder ein großes. Also das ist eine Full Size. Wird auch eine Full Size sein. Von der Marke No Cosmetics. Meine ich doch, gell? No Cosmetics. Oder heißt es nur No? Ne, ich meine No Cosmetics. Ein Body Pink Hyacinth Body Lotion mit Panthenol, Inirubin, Lactabay, ganz viel pflanzliche Sachen. Hanföl, Traubenkern, ne, Hafer, nicht Hanf. Traubenkernöl, beruhigt die Haut, verbessert die Hautfeuchtigkeit, stärkt die Hautbarriere. 100% vegan und parfümfrei. Gut, dann rieche ich nicht rein, weil sonst hätte ich jetzt reingerochen, um euch zu sagen, was sie riecht. Aber wenn sie parfümfrei ist, riecht sie ja noch nichts. Finde ich auch wieder sehr spannend, das Produkt. Finde es auch sehr schön, dass das eine Full Size ist. Ich weiß gar nicht, ob man die in der Drogerie kaufen kann. Ich meine aber schon. Eine Body Lotion ist immer gut und eine Full Size. Freue ich mich auch drüber. Bis jetzt, Superbox. Es geht weiter mit einer Seife von Amanda Douche Savon du Midi, süße Mandel. Ja, also ich finde, ich rieche jetzt keine Mandel, es riecht sehr stark nach Seife, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt die richtige Mandel rausriechen würde. Sie riecht angenehm und frisch, also einfach nach gewaschen, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt nach Mandel riecht, also meiner Meinung nach nicht wirklich, vielleicht ganz leicht. Sie ist aus Frankreich und ist einfach eine Seife. Ist sie jetzt eine spezielle Seife oder ist die einfach nur zum Händewaschen oder ist sie jetzt für die Haare, für den Körper? Aber so wie ich hier lese, ist das eine ganz normale, feste Seife zum Händewaschen. Fällt bei mir leider raus, benutze ich leider nicht, aber benutzt meine Mutter und wandert daher gerne weiter. Die freut sich darüber. Das nächste Produkt ist eine Marke, wo ich im letzten Video gesagt habe, Altera Naturkosmetik, nee, Alverde war das. Das sind so Marken irgendwie, die sind bei mir voll in der Sammlung untergegangen. Also ich weiß nicht, ich habe sie gern benutzt früher, aber irgendwie sind sie untergegangen. Also habe ich hier von Altera einen Lipbalm, Bio-Minze. Der hat auch ein Hygienesiegel drauf, finde ich eigentlich bei Lippenstiften immer sehr wichtig. Da riechen wir rein. Oh, er riecht sehr minzig, ja, glitzert er.
Oder hat er geschwitzt oder so? Seht ihr das? Es sieht aus, als ob er geschwitzt hat oder glitzert. Ja, riecht gut minzig. Also ich mag Minzgeruch. Deswegen freue ich mich da auch drüber. Und jetzt kommt ja auch die Jahreszeit, wo es wieder kühler wird und die Lippen wieder mehr Pflege brauchen. Generell alles mehr Pflege braucht. Lippen, Körper, Haare, Gesicht, Haut, generell alles braucht wieder mehr Pflege. Und deshalb ist das eigentlich nicht schlecht. Ich wollte schon sagen, das letzte Produkt, aber ich habe eins übersehen, weil, das zeige ich euch jetzt, das ist gemein. Da ist weißes Fisselpapier drin und da ist ein weißes Produkt drin. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Das ist aber das vorletzte Produkt. Wir haben hier also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte enthalten. Sehr schön. Hier haben wir Alverde. Ja, jetzt. Alverde sieht aus wie ein Augenbrauengel oder so. Transparentes Augenbrauengel und Wimperngel. Okay, das finde ich interessant. Für was ein Wimperngel? Ich weiß nicht. Habe noch kein Wimperngel benutzt. Also, wenn ihr wisst, was das für einen Effekt oder so bringen soll, lasst mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Transparentes Augenbrauen und Wimperngel. Formt und fixiert die Augenbrauen und Wimpern mit Jojobaöl und kontrolliert biologischen Anbau. Nicht unter einer anderen Mascara verwenden. Gut, dann wäre das nichts für mich. Also ich benutze wirklich jeden Tag Mascara. Ich werde es dann für die Augenbrauen nehmen. Was ich hier halt ganz interessant finde, ist das Bürstchen. Also wir haben wirklich ein Bürstchen. Wahrscheinlich ist das hier für die Augenbrauen. Das sind so richtig härtere Borsten. Schon fast wie so von so einer Scheuerbürste. Wahrscheinlich, um das dann schön einzuarbeiten. Und das soll dann für die Wimpern sein. Ich weiß es nicht. Ich muss es auf jeden Fall mal ausprobieren. Es hört sich sehr spannend an. Bürstchen machen mich so voll nervös. Also nervös heißt nervös. So bin aufgeregt, das auszuprobieren. Schönes Produkt, transparent auch gut, weil wir haben gelernt oder wir wissen es. Farbbezogene Produkte sind immer schwierig, wenn man ein Farbprofil angegeben hat und ist aber auch schwierig. Muss ich zugeben. Also wenn du sagst, du hast da nicht so viele Möglichkeiten, deine ganzen Farbtöne anzugeben und dann kann es vielleicht passen, aber vielleicht passt es auch nicht. Deswegen ist es immer schwierig. Das letzte Produkt ist was, das gibt es in der Drogerie, von Shebens. Haben wir hier einen Relaxing Skin Booster, harmonisierendes Serum, neutralisiert Rötungen und wirkt besänftigt mit Zink und Altuin. Und das hört sich interessant an, weil Zink ist ja auch nicht schlecht, wenn man offene oder Pickelchen oder so hat. Hat man ja früher, zu mich ist es immer Zinksalbe. Oder auch auf offene Stellen oder wie auch immer, gleichmäßig auf die gereinigte Haut auftragen, leicht einmassieren, kurz einwirken lassen und mit der gewohnten Pflege fortfahren. Für ein optimales Pflegeergebnis empfehlen wir eine Anwendung 2 bis 3 Mal pro Woche. Hört sich interessant an. Ich habe den auch in Blau da, den hatten wir aber schon mal, war es auch die Pinkbox in Blau. Ich probiere ihn sehr gerne aus, aber ich weiß noch nicht wann. Ich will ihn aber jetzt aufmachen, weil ich will wissen, ob das ein Pumper ist oder weiß nicht. Er sieht auf jeden Fall sehr zweideutig aus. Es ist so ein Pumper, wo dann das Serum rauskommt, aber im Plastikdesign kenne ich das jetzt noch nicht. Ich kenne diesen Pumper ja in anderen Designs, aber nicht im Plastikdesign. Das hört sich sehr spannend an. Also kein Flop in dieser Box, kein Produkt, wo ich sage, das gefällt mir nicht. Mir hat die Box gut gefallen, ja. Nichts drin, wo ich sage, nein. Sehr gut. Jetzt schauen wir noch, ob es Abweichprodukte gibt. Also, ich habe jetzt hier den QR-Code gescannt und es gibt Abweichprodukte. Und zwar von der Mermaid and Me hätte man entweder die Sandalwood Soul Hair Mask, die wo ich bekommen habe, bekommen können, oder die Vanilla Love Hair Mask oder die Wild Hibiscus Clay Mask. Das ist dann die im blauen Tiegel, wo mir auch schon bekannt ist. Dann hätte man statt dem Augenbrauengel von Alverde auch so gefärbte bekommen können. Oder was ist das? Augenbrauen Pompade Duo. Transparentes Augengel. Ja, gut. Hätte auch ein Brow Duo drin haben können in 2 Farben, so wie ich das jetzt lese. Ich kenne die Brow Duos nicht, vor allem Duos. Finde ich, hört sich interessant an. Hätte ich auch gern drin gehabt. Und, es ist das Goodie, die Seife. Okay, also haben wir
5 Produkte und als Goodie die Seife. Ja, wir haben ja auch teilweise auch in der Pinkbox mal einen Eistee oder so, finde ich voll cool. Die Sachen zum Trinken oder Essen sind immer gleich weg. Ja, also wie gesagt, die Seife ist das Goodie. Aber ich werde sie im Gesamtwert auf jeden Fall mit einberechnen, weil sie hat auch ihren Wert. Finde ich sehr gut. Finde ich eine super Box. Und oh, ein Spoiler für die nächste Box. Hätte ich mich nicht spoilern lassen. Da freue ich mich drauf. Ich spoilere euch jetzt noch nicht für die nächste Box, denn ich will ja auch, dass ihr überrascht seid. Ja, also wie gesagt, die Box hat mir super gefallen. Ich finde kein Produkt in dieser Box schlecht. Ich setze euch auf jeden Fall mal den Link zur Pinkbox in die Infobox. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.